heute hier bei Elite Partner. Wir suchen, wir führen Singles mit Niveau zusammen. Sie sind ja eine Frau von Welt und sind heute hier, um mit Ihnen zu besprechen, was für ein Partner zu Ihnen passt. Sie als gut integrierte... Da lebst du schon das schon lang, oder? Sag mal. Was willst du sagen? Frag deine Frage mal an. Ach ja, also Sie als gut integrierte Deutsch-Türkin, wie sieht Ihr Traumpartner aus? Das ist unterschiedlich. Manchmal denke ich so, vielleicht an Türke. Manchmal denke ich so, mal gucken, so vielleicht so diese braune Baby oder sowas. So, die sind doch voll niedlich. Sag mal, die sind voll niedlich. So mit diesen Haaren und so, weißt du? Ja, bin und ich auch total, das ist die Mulattenkinder. Ich wollte gerade was sagen. Red doch nicht, was hast du Respekt vor mir oder nicht? Sag mal, hast du Respekt? Ja, natürlich. Natürlich, sag ich auch so. Also bitte dann, aber jetzt ohne Scheiß, du redest schon wieder mit mir in mein Wort rein. Ja, Verzeihung. Wenn ich was sage, danach bist du erstmal ruhig. Hast du mich verstanden? Ja, gut. Alles klar, also der Typ, den ich mag, dieser Typ ist normalerweise so ein bisschen wie Kevin gewesen, aber das hat sich geändert. Wer ist Kevin? Kevin ist dieser Dings von, wo kennst du von Rosenheim? Nein. Dieser eine, das ist schon irgendwo süß aus. Ich schwöre dir. Ja, beschreiben Sie doch mal. Ja, beschreiben Sie doch mal. Was redest du so, Alter? Was redest du wie so ein Loch, Alter? Ich geb dir direkt was, beschreiben Sie doch mal. Ich finde das jetzt nicht okay, dass Sie so ärgern. Ich finde das nicht okay. Was für ein Loch bist du? Du kriegst von mir direkt, was ist das? Haben Sie nicht andere Leute? Wo sind diese? Haben Sie nicht andere Leute? Was ist diese Mädchen? Das will ich noch direkt schon. Ich bin ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen, ich habe so ein bisschen Temperament und so. Deswegen, die Leute sagen immer, oh, sei ein bisschen vorsichtig mit Lisa. Danach sage ich immer, ich kann aber auch, ich bin auch ein Mädchen mit Gefühlen, weißt du? Ich bin nicht so wie diese, weißt du, wie diese Asoziale, macht immer Schlägerei. Ich hab früher war ich so, aber jetzt, Hurra, du regst mich schon auf, Alter. Du regst mich jetzt schon auf. Also, Ding. Das Kevin ist ein Junge, den habe ich gekannt in der Hauptschule und danach hat er ein bisschen Geschäfte gemacht und so. Der war schon aber cool, der war richtig cooler Typ. So. Da hat er immer seine Schwester in die Schule gebracht, erstmal danach ist er zu uns in die Schule gekommen. Guck mal, so das schon, der hat richtig seine Schwester gelebt. Deswegen, ich rede nur mit dir, weil danach dieses Mädchen regt mich auf, die regt mich richtig auf. Gegenseitiger Respekt ist ja eine ganz wichtige Sache in der Partnerschaft. Würden Sie sagen, Sie möchten eine gleichberechtigte... Guck mal, wie lange die redet. Die will mich eine Frage stellen, wie lange die redet, Allah. Ich schwöre dir ein Loch. Ja, natürlich brauche ich Respekt. Brauchst du Respekt in deiner Partnerschaft? Ja, natürlich. Natürlich brauchst du Respekt. Warum fragst du mich das? Naja, manche Frauen sehen das eben anders und... Wer braucht keinen Respekt? Kennst du jemanden, der sagt, ich brauche keinen Respekt? Kennst du jemanden? Wir gehen auf alle Bedürfnisse ein. Kennst du jemanden, der sagt, ich brauche keinen Respekt? Sagt ja oder nein, was laber. Was? Also mit Ihrem Migrationshintergrund würde ich sagen, sieht die Situation vielleicht ein bisschen anders aus. Was glaubst du? Diese deutsche Mädchen hat doch keinen Respekt. Hast du Respekt? Die hat doch keinen Respekt. Die ganze Zeit immer so Türke. Ja, das ist doch kein Respekt. Diese Mädchen hat doch keinen Respekt, du hast doch keinen Respekt. Aber wir Türken, wir wissen, was ist Respekt, verstehst du? Wenn du kommst hier, danach alle haben Respekt vor mir. Verstehst du das? Das regt mich ein bisschen auf. Ich kann doch sagen, dass mich das aufregt, oder nicht? Ja, Ihre... Ich habe versucht, das zu nicht zu halten. Du darfst nicht hinhören. Ja, toll. Vor allem, sie darf nicht hinhören. Sie macht den Ton. Ich tanze immer lauter.